Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wildshade. Ich muss euch ein bisschen was gestehen, ich habe nämlich ein paar Pferde jetzt im Off gezüchtet, unter anderem auch tatsächlich meine zwei besten. Es tut mir leid, aber ich konnte mich nicht beherrschen, weil ich wollte nicht wieder so viel nachkommentieren und die waren jetzt an unterschiedlichen Tagen, waren die hier in der Zucht drin. Und ich möchte euch mal zeigen, welche das geworden sind. Mich hat zum Beispiel auch Jubilee Ash verlassen tatsächlich und so leid es mir tut, werden wahrscheinlich auch demnächst Lily Chaos und Puzzle Legend gehen müssen. Es sind zwar irgendwie meine ersten Pferde. Oh ja, Apple Pencil fast leer. Den brauche ich jetzt zum Glück nicht. Und ich wollte ja gerne Schecken behalten, aber gut, Schecken kommen bestimmt auch immer mal wieder in die Zucht rein. Und ja, ich brauche einfach auch ein bisschen Platz. Ihr seht es, ich habe gerade noch eine Box frei. Ja, ich glaube, Brandy Titan habt ihr auch noch nicht gesehen. Das ist das Pferd, was man auf Level 24 bekommen hat. Dem habe ich diese Mähnenfarbe hier verpasst in lang. Dann ist bei mir eingezogen Scarlet Bella, die ich auch sehr schön finde, hier mit der Farbe Haselnuss und dem Fellmuster Horizont. Dieser, ja, Splash White. Und das ist der Tobiano, oder? Oh Gott, ich werfe das immer durcheinander. schön wäre übrigens an dieser Stelle, falls Tivola gerade zuschaut, wenn man auch im Profil vom Pferd hier unten mal genau sehen würde, was der Grundwert, der Basiswert vom Pferd ist. Das fände ich cool, wenn es nicht nur in der Zucht wäre. Oder kann man das irgendwo sehen? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wenn man es nicht irgendwo sehen kann, schreibt auch mal, wie ihr das finden würdet. Genau, dann sind noch zwei weitere Pferde neu dazugekommen. Und zwar Shadow Angel. Und jetzt ganz neu, mein bestes Pferd im Stall, Scarlet Stella. Ich hab erst überlegt, ob ich die Mähne ändere. Ich habe dann aber gedacht, komm, weißt du was, wir bleiben doch mal bei dieser krassen Zusammenstellung. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz. Ihr seht, ich habe jetzt gerade nicht so viel Mondtaler. 409. Hübsches Pferd, aber tja, der Wert nicht so ganz schick. Aber der ist schön. Der Chief Jackson. So, also ihr seht es, Scarlet Bella hat den Basiswert von 517. Könnte also besser sein. Dann kommen wir hier zu Shadow Angel mit 541 und Scarlet Stella sogar 546. Das ist jetzt wirklich mein allerbestes Pferd. Und ich möchte jetzt mal schauen, ob wir vielleicht mit ihr ein noch besseres Pferd züchten können. Vielleicht unser erstes Stufe 2 Pferd. Stufe 2 wird das Pferd ab einem Wert von 550. Atoffi ist die Farbe, die ich jetzt meinte in dem Video. Mit Pixie Peaches. Toffee ist die Farbe, die mir sogar noch ein bisschen besser gefällt. Haben wir hier, ja, wahrscheinlich ja, bei den Pferden sind wieder keine drin, wo ich das erreichen kann. Aber ihr seht es, mit meiner Pegasus Amber oder meinem könnten wir das erreichen. Da sind über 550 drin. Aber auch tatsächlich nur mit ihm. Aber das macht ja nichts. Versuchen wir es mal. 554, 140 kostet der ganze Spaß. Versuchen wir mal unser Glück. Das wäre jetzt mega cool, wenn das klappen würde. Also schauen wir einfach mal. Pegasus Amber hat ja normalerweise die schwarze Mähne, ist ja eigentlich ein brauner. Und, ui, schick. Und es ist 550. Mein erstes Stufe 2 Pferd und dann noch so eine coole Färbung im Gesicht. Das ist ja mal mega cool. Das ist ja wohl mal mega cool. Jetzt habe ich gar nicht die Grundwerte. Die gucken wir uns jetzt nochmal in Ruhe an. Oh mein Gott, Leute. Ist das gut oder ist das gut? Ich freue mich gerade mega drüber. Der braucht aber einen anderen Namen. Ihr seht es jetzt auch. Hier bei den normalen Pferden ist das unten so grau-braun abgelegt. Hinterlegt der Basiswert. Und bei einem Stufe 2 Pferd ist es jetzt zum Beispiel schon grün. So. Farbe Haselnuss. Das Milchmaul als Fellmuster ist gar nicht so selten. Nur 3. Augenfarbe ist Glut, also schön rot. Rechtes Vorderbein haben wir den Kronenrand weiß und beim rechten Hinterbein die Fessel. Und ja, die Grundwerte sind 114 Stärke, 110 Beschleunigung, 104 Agilität, 112 Tempo, Stärke ist der höchste Wert. Und 110 Geist. Ich freue mich mega, wenn ich es verkaufen würde, wären 60 Mondtaler, aber das bleibt natürlich. Setze ich direkt mein Herzchen rein. Ich weiß noch nicht. Der Name wird sich ändern, aber ich weiß noch nicht auf was. Da gibt es doch bestimmt auch irgendwas mit Hazelnut, oder nicht? Da gibt es doch bestimmt irgendwas mit Hazel hier.
sollte mich, ja, Hazel. Aber nur Nat glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es hier rechts nur Nat gibt. Wäre cool, aber kann ich mir nicht vorstellen. Nee, gibt's leider gar nicht. Hazel, nee. Warte mal, gibt's... Jetzt will ich mal ganz kurz was gucken. Haben wir hier auch. Mir ist nämlich gerade eine Idee gekommen. Es ist jetzt Missy Hazel. Ach, ist das cool. Mein erstes Stufe 2 Pferd. Ich freue mich gerade total. Da weiß ich ja jetzt schon, welches Pferd ich in den nächsten, der nächsten Zeit trainieren werde, bis zum Umfallen. Mega cool. Es wird aber hier natürlich erstmal wieder angepasst und ausgerüstet. So. Bleiben wir hierbei. Wie immer, diese Decke grün fände ich hier schön, aber gut. Die haben wir noch nicht. Die würde ich aber auch zu dem Pferd nicht nehmen. Ich werde hier definitiv die lange nehmen. Wird auch bei der Farbe bleiben, denke ich. Die finde ich eigentlich, finde ich, das, ja, das hier sieht auch schön aus. Das ist auch hübsch, aber ich würde sagen, wir bleiben hier bei der. Die finde ich sehr, sehr schön. Gut, Hazel, dann lass uns doch unser erstes Rennen bestreiten und wir gehen mal zum Mondpalast. Mensch, die Süße ist aber echt richtig goldig geworden. Es ist jetzt halt wirklich, es ist nicht nur ein gutes Pferd geworden, es ist auch noch ein Pferd geworden, was mir optisch gefällt. Ein brauner wäre ja wieder so Standard gewesen. Also mega cool. Richtig, richtig cool. Das Pferd nebenher hat auch eine wilde Musterung links. So, jetzt gucken wir doch mal. Ich werde hier mit ihr momentan noch nicht irgendwelche krassen Punkte... da hat jemand sich gerade über mein Video gefreut, wie man zu Turnierpunkten kommt. Yay, freut mich. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, unbedingt mal reinschauen. Da bin ich leider gerade an der Skill vorbei. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte hier. Ach ja, genau. Ich werde mich mit dem Pferd hier momentan noch nicht toll platzieren können, das ist klar, weil ich muss das erstmal noch ein bisschen trainieren, damit es noch besser wird, noch stärker wird, schneller wird. Aber ja, mit dem Pferd hier habe ich jetzt einfach die Möglichkeit, noch höher zu kommen. Ich war mit den Pferden, die ich bislang hatte, auf Stufe 1, war ich tatsächlich schon sehr zufrieden und erstaunt, überrascht, dass ich es da geschafft habe, auf die, ja, über 10.000 Punkte zu kommen. Das hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschafft. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was das absolute Maximum ist, auf was man kommen kann. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so gut berechnen kann. Wäre wahrscheinlich mal interessant zu wissen, was man oder wie man eine Strecke genau reiten müsste, um zumindest aus der Strecke das absolute Maximum an Punkten rauszuholen. Weil an sich kann man das nie vorweg sagen, weil es halt immer, das hatte ich ja in dem Video auch erzählt, wo ich euch erklärt habe, wie ihr eure Turnierpunkte erhöhen und verbessern könnt, wovon die abhängig sind. Es ist halt auch immer so ein Glücksfaktor, weil ihr nicht wisst, welche Items ihr in einem Rennen bekommt. Und mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, ich wollte auch mal noch ein Video machen zu den ganzen Skills. Und wie viele Punkte die bringen. Und mir ist nämlich jetzt aufgefallen, dass die Sprengfalle, diese hier, obwohl die exakt den gleichen Effekt hat wie die Kristalle, dass die Sprengfalle 10 Punkte bringt, die Kristalle aber 20 Punkte bringen. In die ich jetzt übrigens gerade reingeritten bin. Das ist mir jetzt mal so aufgefallen. Das fand ich interessant, weil es eigentlich ja, wie gesagt, vom Effekt her der gleiche Skill ist. Es sieht halt nur anders aus. Also ich glaube nicht, dass da noch ein Unterschied drin ist. Mir ist zumindest bislang noch keine aufgefallen. Und das heißt, ihr legt oder ihr habt die gleiche Schwierigkeit, einen Skill abzulegen auf der Strecke. Weil ihr das einfach nur fallen lasst und guckt, dass ihr jemand reinreitet. Aber ihr bekommt einfach mehr Punkte bei den Kristallen. Und das sind so Sachen, das ist dann halt entweder, wenn ihr die ganze Strecke diese Sprengfallen bekommen und nicht das Feuer. Oh, das war jetzt gerade doof, dass ich da ausweichen musste. Aber
bin meinen Sturm los. Und bin hier selber in den Sturm reingekommen. Wenn ihr die ganze Zeit nur Sprengfallen bekommt auf der Strecke und keine Kristalle, dann habt ihr zum Beispiel Pech gehabt, dann könnt ihr gar nicht auf einen so hohen Wert kommen, wie wenn ihr die ganze Zeit Kristalle gehabt hättet. Ne? Also das ist es, was ich meine. Es ist, zum Teil könnt ihr es beeinflussen, aber die Skills, das könnt ihr nicht beeinflussen. Es gibt immer ein Maximum an Punkten, was ihr quasi auf der Strecke für eingesammelte Punkte und übersprungene Hindernisse bekommen könnt. Aber eben sonst ist alles mehr oder weniger so ein bisschen random. So, Hazel ist direkt Level 3 geworden. Ui, 7 Punkte auf Stärke, 4 auf Beschleunigung, 2 auf Agilität, 3 auf Tempo und 2 auf Geist. Damit ist jetzt Stärke ein ziemlich hoher Wert schon für Level 3. Richtig, richtig, richtig cool. Ja, und ihr seht es, ich bin jetzt auch im Level schon ein bisschen weiter. Bin jetzt relativ knapp vor Level 27. Viele werden darüber lachen. Aber okay, für die Zeit, die ich in das Spiel rein investieren kann, bin ich tipptopp zufrieden. Jetzt geht es erstmal wieder ans Mondtaler sammeln und sparen, bevor wir dann versuchen, noch bessere Stufe 2 Pferde zu züchten. Denn mit ihrem Basiswert von, jetzt gucken wir gerade nochmal in die Zucht rein, von 550 ist Missy Hazel natürlich das schlechteste Stufe 2 Pferd, was man nur züchten kann, weil ab 550 sind sie ja Stufe 2. Aber gucken wir einfach mal, sie wird auf jeden Fall eine ganze Weile bei uns bleiben, denn wir haben ja ansonsten nur schlechtere Pferde. Also, macht's gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!